Ich würde sagen, wir laufen mal. Nee, wir können. Lass mal auf. Wir brauchen ja verschiedene Leute. Ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Ach, guck mal, Milton. Ach, Milton! Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt. Nehmen wir mit! Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Gothic 2. In der heutigen Folge fangen wir an, das Team für die Reise zusammenzustellen. Lee erzählt uns, dass wir im Meantime noch ein wenig für Aktion sorgen sollen. Habe ich ihn trotzdem schon. Was sind die Tränen Innos? Die Tränen Innos sind eine alte Kindergeschichte. Sie handelt von der Urzeit, als der Kampf zwischen Innos und Belia begann. Ich habe diesen Trank gefunden. Das kann nicht sein. Ich kann es nicht glauben. Was ist denn? Wenn das wirklich die echten Tränen Innos sind, dann... Wohl kaum. Unterbrich mich nicht! Wenn das die echten Tränen Innos sind, dann haben wir eine mächtige Waffe gegen den Feind. Okay, wo hab ich denn die gefunden? Was meinst du mit Waffe? Es ist überliefert, dass die Streiter Innos unter dem Einfluss dieser Substanz zu fast übermenschlichen Leistungen imstande waren. Sie waren immun gegen alle Arten der Erschöpfung und hatten die Kraft zweier Bären. Die größten Heldentaten vergangener Tage waren nur durch die Tränen Innos möglich. Verstehe. Doch die Tränen können ebenso Leid und Tod bringen. Nur Angehörigen unseres Ordens ist es möglich, diesen Trank zu trinken. Allen anderen, ja selbst den Paladinen unseres Herrn, stünde ein grausamer Tod bevor. Oh, dann trinken wir die natürlich. Was sind jetzt die Tränen Innos? Als Innos erkannte, dass er Belia, seinen eigenen Bruder, bekämpfen musste, um die Schöpfung zu erhalten, wurde er sehr traurig. Er begann zu weinen. Und seine Tränen fielen herab auf die Welt. Es waren viele Tränen. Denn sein Herz war so voll Trauer, dass er 13 Jahre weinte. Kommt zum Punkt. Die Menschen, die seine Tränen fanden und von ihnen kosteten, wurden erfüllt von einer übernatürlichen Kraft und Klarheit. Sie erkannten die Weisheit von Innos Schöpfung und begannen, ihm zu dienen. Sie waren die ersten Mitglieder der Gemeinschaft des Feuers. Die Tränen gaben ihnen Kraft, Mut und Weisheit. Doch das ist alles sehr lange her. Und schon seit über 250 Jahren hat niemand mehr eine Träne Innos zu Gesicht bekommen. Wie viele Tränen, ja, das 13 Jahre, wa? Wie viele Tempotaschentücher, das stimmt. Jorgen ist ein erfahrener Seemann. Er könnte mir helfen, zur Insel von Irdorath zu kommen. So einfach wird das nicht gehen, fürchte ich. Der ist er hat sich verpflichtet, für die Bruderschaft zu arbeiten. Er hat weder den Tribut entrichtet, noch ein Schaf ins Kloster gebracht. Jorgen muss erst seine Arbeiten verrichten. Dann könntest du ihn mitnehmen. Ach, wie lange wird das dauern? Er hat die Vorräte aufgebraucht, die einer der Novizen in 3 ganzen Wochen verbraucht hätte. Und das gleich am ersten Tag. Also, vor 3 Monaten harter Arbeit in unseren Gärten werde ich ihn nicht entlassen. Ach, da muss ich mal das Geld geben. Vielen Dank. Germany Memes, ich hole mir natürlich das Remake. Sobald das kommt, geht das steil. Aber erstmal haben wir natürlich noch mit Gothic 3 zu tun, mit der Risen-Reihe haben wir noch zu tun, mit der Elex habe ich die 1 schon gespielt, Elex 2 will ich noch machen, aber wir haben noch viel von Piranha Bytes vor uns und dann käme noch Kingdom Come Deliverance und, meine Damen und Herren, God of War Ragnarök steht hier natürlich auch. Das muss ich auch noch zum Durchspielen. Was kann ich tun, um Jorgen jetzt mitnehmen zu können? In der Tat gäbe es eine Sache, die du für mich erledigen könntest. Dein gutes Verhältnis zu Xardas könnte dir dabei helfen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in seinem Turm in den letzten Tagen recht seltsame Dinge vor sich gehen. Viele Einwohner der Stadt hören des Nachts laute Schreie von dort und seltsame Lichter tanzen über seinem Turm. Als ob wir nicht schon genug am Hals hätten. Sieh nach, was da vor sich geht und sorge dafür, dass es aufhört. Dann kannst du Jorgen haben. Das ist doch unplausibel. Wir waren doch bei Xaris im Turm und haben von da alles geholt, was wir hier brauchen. Hä? Oder stimmt das gar nicht? Okay. Die Sache mit Xardas Turm hat sich erledigt. Was war denn da los? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen. Wenn du Jorgen immer noch willst, dann nimm ihn mit auf deine Reise. Möge Innos dich beschützen. Also,
Es ist Gothic 2 Deliver Mod, aber das ist sicherlich Teil des richtigen Spiels. Also das ist ja nur ein bisschen ausgebaut, sage ich jetzt mal. Micha hat gestern auch mit Gothic 2 angefangen. Sehr cool. Wirst du nicht bereuen. Guck mal, hier könnten wir die Typen noch beklauen, aber die kriegst du ja auch nicht mal einschlafen gelegt. So, jetzt haben wir... Jetzt brauche ich einen Runentisch, Leute. Wo finde ich einen Runentisch? Wo finde ich einen Runentisch? Hier irgendwo muss doch einer stehen, oder? Für Innos. Das muss doch hier unten irgendwo sein. Ja, richtig, richtig. Wir suchen jetzt nach einem doofen Runentisch. Hier muss doch irgendwo ein Runentisch rumstehen. Hier ist die Alchemiehütte. Der muss doch hier irgendwo, oder? Pass auf. Wo finden wir einen Runentisch? Oben. Ach so, oben. Der Typ oben, der bastelt da am Runentisch rum, oder? Haben wir hier hinten noch einen? Gucke mal. Oben, da bastelt da einer rum am Runentisch, oder? So, hier. Das könnte man in der Diebesgilde bringen, habt ihr gesagt? Naja, guck, ich warte mal, bis ich die Quest bekomme. Danke für die Likes, Kenzeskip. 10.550 zeigt er mir. Oben links. Krass, richtige Profis kennen sich so aus damit. Oben links, okay. Na, dann gehen wir doch mal nach oben. Runentisch. Auch guck mal, wie das mit dem Schatten und so aussieht, ne? Über den 3D, Mod, über direkt 3D-Mod, kriegt man das so grafisch auch gut hin. Ich habe Grafik auf Ultra High gestellt. Oh, habt ihr das gehört? Innos. Da war irgendein Geräusch gerade. Opolos, klauen wir erstmal nochmal was. 70 Gold? Was machen die Schafe? Was sollen die schon groß machen? Sie stehen in der Gegend rum und fressen. Erzähl mir lieber, was da draußen geschieht. Die Magier scheinen sehr nervös zu sein. Die sind wohl ein bisschen verrückt hier, die Leute alle. Ach, guck mal, was wir dir alles erzählen können. Fremde in schwarzen Gewändern durchwandern das Land. Was meinst du? Was für Fremde? Niemand weiß, wo sie herkommen. Sie tragen schwarze, lange Gewänder und haben ihre Gesichter verdeckt. Sie scheinen eine Art Magier zu sein. Zumindest sind sie der Magie mächtig. Das klingt beunruhigend. Aber ich bin mir sicher, dass der Hohe Rat dieses Problem lösen wird. Der Hohe Rat am Arsch. Gar nichts kriegt er hin. Im Minental gibt es Drachen. Sie belagern zusammen mit der Ork-Armee die Truppen des Königs. Drachen? Ich dachte immer, die gibt's nur in den Schauergeschichten. Glaub mir, sie sind da. Aber die Paladine des Königs werden doch mit ihnen fertig. Das wird sich zeigen. Danke, Skip, für das Share. Okay. Na dann, hier unten müssen wir rein. Geld haben wir geklaut. Wie viel Geld habe ich denn? 764. So langsam gibt es auch nichts mehr zum Beklauen, ne? So langsam komme ich nicht mehr klar damit. So, hier ist ein Runentisch. So, na dann wollen wir mal. Jetzt pass auf, da ich aber gar nichts kann, kriege ich es bestimmt nicht hin. Erschaffe eine geheime Teleportrune. Ja, moin. So. Ein Knecht, du sollst den Mund nicht so voll nehmen. Danke, Kiko, für das Share. So, wir haben die wichtige geheime Teleportrune. Sollte ich mich vorher heilen? Oder kann ich einfach losfliegen jetzt? Kloster, Hafenstadt, Xardas. Das ist doch der Turm von Xardas. So, wo ist denn die jetzt? Neu. Geheimer Teleporter, Nummer 6. Jetzt sterbe ich bestimmt gleich, ich sehe es schon. Ich muss ja auch Arcania spielen. Oh, das soll nicht so gut sein, habe ich gehört, ne? Guck mal, Leute, wir sind... Hier ist eine Paladin-Rüstung. Alter, schaut euch das an. Jetzt! Ritterrüstung, 80, 65, 65, 175, 75, 20.000 wert! Und guckt es euch an, ich habe eine Paladin-Rüstung, meine Damen und Herren. Wie ist das geil, oder? Jetzt gucken wir mal in die Truhe rein. Was ist in der Truhe drin? Ein bisschen Schwefel. 400 Gold! 400 Gold, Weihwasser, Mana-Elixier und ich sehe die Heilung. Und wir haben eine Paladin-Rüstung, Leute. Ist das geil? Heilungselixier, Paladin-Rüstung, Teleporter. Die können wir jetzt wieder ablegen wahrscheinlich, weil wir hier jetzt wahrscheinlich nie wieder rein müssen. Passt mal auf. Das ist ja hier die Tür. Jetzt machen wir die Tür einmal auf und dann ist es wahrscheinlich so. Genau, das ist nämlich der Raum. Hier ist wieder, sind wir wieder unten im Kloster, ne? Guck mal. Hier sind wir ja erst rausgekommen. Hä, hey, warte mal. Doch, genau, ne? Da hinten ist der Raum. Hier sind wir. Ah, hier sind wir rausgekommen. Da geht es wieder an den Skeletten vorbei.
Jetzt können wir ja mal gucken. Danke für die vielen Likes. So, jetzt können wir mal ganz kurz gucken. Wir haben jetzt die Paladin-Rüstung, aber trotzdem bin ich immer noch zu schwach. Aber wir werden jetzt nach oben gehen. Was haben wir als nächstes Ziel? Kann ich mich gleich irgendwo hin teleportieren? Zu Lord Hagen vielleicht? Macht es Sinn, sich zu Lord Hagen hin zu teleportieren jetzt mal schnell? Noch nie in der... da hinten rein teleportiert und die Ritterrüstung rausgeholt? Dafür, also dass da, wie man die... ach, wenn man hier jetzt raus, oder? Wie man die Rune baut, habe ich ja gerade erst... ich komme hier nicht mehr raus. Ach, guck mal, ich habe mich verlaufen. Das haben wir heute erst gelernt, das, den Zauber zu, also da reinzukommen. Mit dieser Teleportrune. Warte mal. Hier, wo geht's denn jetzt raus? Ich komme nicht mehr raus aus dem Raum. Krass, ich sag euch ehrlich, ich kann es auch nicht. Mir kommt das hier auch alles so vor, als würde ich das erste Mal spielen. Als ich das damals vor 20 Jahren gezockt habe, da war ich Feuermagier. Und ich weiß, als Feuermagier war ich am Ende davon... ach so, also am Ende war ich da sehr traurig. Ich habe die Todeswelle gekonnt und da war alles kein Problem mehr. Was es gibt, eine noch stärkere Rüstung, die man durch Cheaten bekommt. Ich würde ja gerne noch den Wolf... ah, okay. Aber ich bin nicht doof, oder was? Wieso komme ich denn nicht mehr raus? Ich komme aus dem Labyrinth nicht mehr raus. Ich teleportiere mich jetzt gleich irgendwo hin. Die alte Paladin-Rüstung, okay. Die kenne ich gar nicht. Leute, wenn ihr mal ein Programm schreiben müsst, kann ja sein, wenn ihr zum Beispiel Abitur macht irgendwo und an einer Schule. Und ihr müsst ein Programm schreiben, mit dem ihr aus einem Labyrinth rausfindet. Ne? Also wenn ihr sagt, irgendwo wird irgendein Punkt hingesetzt und der soll sicher aus dem Labyrinth rauskommen, dann ist das einzig Richtige, also was heißt das einzig Richtige nicht, aber ein sehr richtiger Lösungsweg ist, in einem Labyrinth immer in die gleiche Richtung abzubiegen. Wenn du immer nach rechts abbiegst, ja, bist du irgendwann wieder draußen. Ich glaube nicht. Die Rüstung von Xas habe ich, glaube ich, nicht gehabt. Ich erinnere mich nicht. So, jetzt bin ich wieder reingelaufen. Jetzt reicht's mir. Ich teleportiere mich jetzt nach Corinis. Weil ich ja mit Lord Hagen reden muss. Ach so, nee. Wir müssen ja erstmal oben. Oh, ey, Leute, ich muss hier wieder raus. Ich muss nach oben. Ich muss hier wieder raus. Ich muss ja oben erstmal den Jorgen erzählen, dass er mit mir mitfliegen kann. Also mit mir mitfahren kann. Mit dem Boot. Leute, guck mal, wie ich mich glatt anstelle. Ich finde den Weg raus nicht mehr. Ja, ich habe, glaube ich, die Zauber von ihm gelernt. Und da war ja einer die Todeswelle. Und die Todeswelle ist ja enorm stark gewesen. Wieso sagt man, verarscht er mich? Was, die Todeswelle, meinst du? Oder die Story, die Rüstung von Xardas? Ich weiß es nicht mehr, das ist so lange her. Oh. Kann schon sein... nee, also dann könntest du jetzt nicht nochmal schreiben. Ja, also okay, Xardas Rüstung. Dann kann es sein... die haben das zugebaut. Ich komme nicht mehr raus. Da renne ich hier rum. Ich komme nicht mehr raus. Ach, hör doch auf, ey. Da müssen wir also mal zum Kloster hin teleporten. Ist das schwach. Ja, dann machen wir es jetzt einfach so rum. So, jetzt hüpfen wir hier rüber. Wenn ich habe ja keinen... pass auf, ich lasse ins Wasser fallen. Ich bin mir tatsächlich gar nicht mehr so sicher. Also ich weiß nicht, was ich damals für eine Rüstung hatten. Nee. Ich habe jetzt einen TikTok, eine Agentur. Ich bin einer Agentur beigetreten, Leute. Ich weiß nicht, was es für mich für Vorteile bringt und so. Aber ich habe es einfach mal probiert. Hat mich einer angeschrieben. Dachte ich, okay, gut. Erstmal widerspricht dem der Sache ja nichts, dann probieren wir das halt mal, ne? So, jetzt bin ich oben, jetzt gehen wir raus zu Jorgen und quatschen Jorgen voll. Es ist früh 8.23 Uhr, da müsste er ausgeschlafen haben. Da gehen wir hin. Wo ist er denn? Oh, Argon, hey, hallo! Du. Dem klauen wir auch nochmal seine Brieftasche. Zack, und wieder 170 Erfahrung und 12 Gold. Also die Erfahrung ist wichtiger als das Gold. Es geht aufs Ende zu. Es geht aufs Ende zu. Die Sache mit deiner Zeche habe ich geregelt. Du bist frei. Wirklich? Wie hast du das angestellt?
Das willst du nicht wissen. Na schön, soll mir auch egal sein. Besten Dank nochmal. Was ganz ist halt mit deinem Angebot? Kann ich noch bei dir anheuern? Ja. Sei mein Kapitän. Erfahrung plus 2000. Ich fühle mich geehrt, aber hast du denn überhaupt schon ein Schiff und eine Mannschaft? Ich sag mal, 5 Mann sollten es schon sein. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Warte im Hafen auf mich. Okay, dann haben wir den schon mal da. Ja, da haben wir schon mal den Kapitän. Guck mal. Okay, der geht also jetzt in den Hafen. Dann können wir jetzt... Naja, ich würde sagen, wir laufen mal. Nee, wir können... Lass mal auf. Wir brauchen ja verschiedene Leute. Ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Ach, guck mal. Milton. Ach, Milton! Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt. Den nehmen wir mit. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und dem Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Okay, also ich, den nehme ich mit. Willkommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut, wenn du soweit bist, werde ich dort sein. Wolf konnte mir doch auch eine Rüstung aus Minecrawler-Platten bauen im ersten Teil. Vielleicht kann er das im zweiten ja auch. So, Gorn. So, Gorn ist bestimmt bei Onars Hof, oder? Dann kämpfe ich jetzt mal eben mal zu Onars Hof durch. Ich habe jetzt natürlich nicht geschlafen, weil ich bei den Feuermagern, glaube ich, gar kein Bett habe. Ich wüsste gar nicht, wo ich da schlafen soll. Aber ich bin jetzt Paladin. Ich kann überall schlafen. Ich hoffe mal, hier gibt es jetzt nicht irgendwelche... Wolf würde ich auch gerne mitnehmen. Das geht bestimmt auch, oder? Guck mal, ob hier noch irgendwelche Gegenstände rumliegen, die ich noch einsammeln kann. Eine Ork-Elite. Ein Kriegsherr. Natürlich, du Affe. Du gehst nach schönen Zeit wieder zurück, mein Freund. Das hat er mich um die Erfahrungspunkte gebracht, ne? Na gut, okay. Aber der hat kaum Schaden gemacht, ne? Ach komm, Kriegsherr. Naja, gut, die Münze nehme ich mit. Hey, Iskarot. Hey, du. Ja, die sind überall, die tauchen überall auf, ne? Was kann der mir denn verkaufen? Haben wir hier noch irgendwelche geilen Zauber? Ich habe ein bisschen Gold, habe ich. Ring der Erleuchtung. Amulett der Magie. Brauche ich alles nicht, ne? Bonus für maximale Lebensenergie. Aber guck mal, 30 maximale Lebensenergie. Skelett beschwören und nehmen nochmal einen Golem mit. Ich nehme nochmal einen Dämon mit. Die sind Dämonen. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Warte. Möge ihn los. Weniger. Hä? Milton. Der läuft hier lang und killt hier einfach die... Warte mal, ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Warte, ich mach das, Milton. Lass mich das machen. Rotz hier. Leute, wir müssen... Das macht Milton die ganzen Orks platt. Das geht gar nicht. Ja, das kann sein, dass das bei dir früher nicht so war, dass die hier rumgestanden haben. Ich weiß auch nicht, das gehört zur Mod, denke ich mal. Das ist bestimmt Teil der Mod, dass die hier rumrennen. Weil du, im Kapitel 5 spawnen überall Monster. Das wird daran liegen, dass man ansonsten überhaupt nicht genug levelt. Also ich bin ja so schwach, was das Leveln angeht hier. Da ist wieder eins von diesen Drecks. So, ich mach den jetzt weg. Weißt du, Iskarot, du könntest... Warte, ich mach den. Gib mir die Erfahrungspunkte. Nein, okay. Ist viel weniger. Meine Erfahrungspunkte, meine Damen und Herren. Guck mal, wie stark ich mit dem Bogen bin. Alter, das macht Spaß. Das macht Spaß. Hier, her mit der Münze. So. Jetzt kommt Milton hier an. Und bevor der Milton jetzt hier rumrennt, dann mache ich den noch schnell tot. Ja, oder der mich. Kau ab, du. Milton, bleib kurz stehen. Renn mal noch nicht hier. Er kommt gleich. Ich will noch kurz Meister Isarod beklauen. Wo kommt der jetzt? Oh nein.
Ja, genau. Das ist wieder eins von diesen Drecksviech. Das habe ich genau gespeichert, bevor das... Ich habe es gehört und habe gespeichert in dem Moment, ne? Oh nein, ey, gar keinen Bock. Wo ist der? Ja, oh nee. Nein. Warum? Hör doch auf, ey. Ah, da sind wir hier. Mist, Alter. Mist. Jetzt habe ich das mal genau zum richtigen Zeitpunkt gespeichert, war das, meine Damen und Herren. So gehört sich das. Na, ach, das ist okay. Guck mal, ihr habt 11.000 habt ihr. Der Hammer ist das. So kommt, vollkommen ausreichend ist das. Ihr kriegt ja noch im Daumen hier Musikkader. Na! Oh, jetzt bin ich aber fast tot, ey. Leute, 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 Leute. Aber jetzt haben wir die Ochse alle weg, oder? Kann man hier noch einen Baum fällen? Nee, kann man nicht. Hier liegt noch Zeug rum. Sammeln wir erstmal alles ein. Pfeil, mein Pfeil, alte Steintafel. Hey, so, Meister Iskarot. Jetzt klauen wir erstmal dem Iskarot sein Portemonnaie. So. Dann gucken wir mal deine Ware. Nach den Zaubern, die wir haben können. Also das hier können wir stecken lassen. Wir hatten gesagt, Dämon, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil, das ist interessant. Wir können noch mal... Die Skelette sind auch relativ gut. Wie viele Golems habe ich denn jetzt, wenn ich jetzt... Also gucken wir mal eben rein. Golems beschwören wir mal. Hier haben also 6 Dämonen. Das ist schon mal sehr gut. Da sind wir gut dabei. 15k ist das Ziel. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Pass auf, pass auf. Dann mache ich ein bisschen Musik für dich. Wo haben wir denn jetzt die Golems? Wo sind die denn? Gar nicht mehr. Na gut. Ah. Wir nehmen nochmal Verwandlungsgewinn mit. Da können wir uns ein bisschen schneller bewegen damit. Eiswelle. Gibt's Todeswelle? Habt ihr irgendwo Todeswelle gesehen? Untote vernichten einmal. Feuerregen. Feuersturm. Feuerregen kann ich mir nicht leisten. Ja, mein Geld, meine Damen und Herren. Das Geld möge gibt's zu Neige. Möge allzeit über dich wachen. So, dann werden wir mal gucken. Was muss ich? Ich muss mich heilen. Ich bin ja so gut wie tot, ne? Orgische Kriegsherren müssen wir abgeben. Ja, das ist da, Leute. Jetzt wird es knapp mit dem Geld. Ich muss jetzt irgendwie Viehzeug umlegen. Das ist gut, da können wir jetzt gleich mal uns auf den Weg machen zu Onars Hof. Und alles, was mir in den Weg kommt, ich habe noch 32 Pfeile. Ich alter Bogenschützen-Heini. Ja, das ist gut, ne? Aber für 1300 Gold, ey, das ist irre. Aber das ist gut, ne? Plus 30 Leben. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und die Musik wieder. Ihr hört die Musik nicht, meine Damen und Herren. Die ist schon leiser geworden, guck mal. Und die ist aber so schön, die Musik. Ich mache die einfach mal ein bisschen laut. Na bitte, es geht doch. So, gibt es hier was zum Einsammeln? Ich habe noch nicht alle Tempel geweiht. Also hier, die sind ja alle irgendwie verzaubert gewesen. Von Belia. Habe ich was gehört gerade? Ist da ein Ork? Nö. So, dann haben wir hier Ruka. Tafel gezahlt. Leute! Level aufgestiegen. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Leute, ich habe im Kloster unten immer noch nicht die beiden Türen aufgemacht. Ich habe noch nicht die richtigen Leute beklaut, ne? Ja, jetzt wo ich Taschendiebstahl drauf habe, ja. Meinst du, mir geht es? Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder des Rings. Brother of the Ring. Ich kaufe mal ein paar Pfeile. Da kannst du eh nicht. Einfach mal wenigstens ein paar. Und das ist mein Geld nämlich schon. Alter, guck mal hier. Wie die Pfeile das Geld runterballern, ne? Naja, müssen wir ein bisschen Viehzeug noch ein bisschen platt machen, ne? So. Mehr gibt's hier nicht. Wir hatten hier noch was zu erzählen. Bauer, Bauer, Bauer. Hukas Truhe. Da unten theoretisch könnte ich da klauen, aber der guckt ja zu. Okay, mehr Leute sind hier nicht, ne? Gibt's hier noch irgendwas? Ich guck mal kurz, ob ich irgendwas noch nicht gesammelt habe. Nö. Wenn ihr so einen kleinen runden Kreis seht, das liegt immer daran, dass ich die Taste V drücke. Und mit der Taste V kann ich sehen, wo noch was rumliegt. Also ja, ich kann verstehen, dass du jetzt hier Morrowind erkennst, weil
da, wenn man jetzt, wenn ich mir vorstellen würde, ich könnte das gute alte Morrowind auch mit irgendwelchen Mods und sowas wieder zum Laufen bringen. Das war ja damals wirklich die, das, was zur Zeichenzeit rauskam, ne? Das ist einfach so. Was ist denn da hinten? Warte mal, da war ich da? Da war ich, bin gerade hergekommen, ne? Da unten ist noch dieses Lager. Ist da noch, guck mal, hier ist eine Pflanze. Ein Feld knüttelt mich. Das kam zur gleichen Zeit. Und da kann man gar nicht sagen, dass das jetzt, also das kann, das passt schon zusammen. Zeitlich. 70 Gold. Kannst du mir was? Wenn du zahlen, wie viel verlangst du? 150. Ach, warte mal, wie war denn das? Was kann der mir beibringen? Vielleicht. Ich speichere mal eben ab und dann gucken wir mal. War das Geschick? Ich glaube, Geschick kann ich überall mittlerweile lernen. Auch im Miental. Ach, komm, hör doch auf, ey. Aber wenn ich jetzt 150 bezahlen muss. 100. Ja, hast du dein Gold? Gut. Gothic 2. Ja. Was kann man denn? Okay, können wir stecken lassen. Armbrust brauchen wir wirklich überhaupt nicht. Kann man nochmal laden. Das ist also Gothic 2 tatsächlich. Und Morrowind habe ich damals ja auch mal versucht. Aber da habe ich, wie soll ich sagen? Bei Morrowind, das habe ich nicht abgeholt damals. Und dann habe ich eben Gothic 1 gespielt. Jetzt weiß ich nicht, was das war. Eine Rose. Danke, Fenris, für die Rosen. Vielen, vielen Dank. Ich gebe dir 150 Gold, wenn du mich in Ruhe lässt. Dunkelpilz. Dunkelpilz. Danke für das Follow, Ferris. So, also wie gesagt, es macht so einen Spaß, gerade TikTok-Livestreams zu machen. Einfach phänomenal. Ach so, wir müssen hier langlaufen. Ah ja, ich habe mich verlaufen. Wir gehen hier runter. Schade ist, was ich schade finde bei TikTok, was jetzt noch funktionieren müsste, wäre, dass man am Ende von seinem Livestream, dass man auch raiden kann wie bei Twitch, ne? Dass man dann sagen kann, jetzt unterstützen wir noch irgendjemanden und gehen da rüber in jemanden, den man kennt zum Beispiel. Das ist schade, dass es das nicht gibt, weil dann könnte man sagen, dann lohnt sich's absolut, TikTok-Streams zu machen. Guck mal, hier da drüben auf der Karte waren wir schon, da haben wir schon gesammelt. Der Greg hat ja Sachen vergraben und jetzt mittlerweile müsste ich die auch eigentlich kriegen. Ich kann es leider sehen, dass hier nochmal irgendwo Orks auftauchen. Überall, wo man rumrennt, rennen nämlich plötzlich Orks rum. So, jetzt können wir hier Buster beklauen. Und im alten Lager, Quatsch. 14 People Raid. Ja, ich finde das cool. Wirklich, das macht richtig Spaß. Was hältst du von der Sache mit den Drachenjägern? Die Jungs können eine Menge Gold absahnen, wenn sie nicht dabei draufgehen. Ich selber halte mich lieber an Lee. Ein paar sind draufgegangen. Warte mal, der kann, glaube ich, kann er mir Einhand beibringen? Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Follow. Kann schon sein, dass ich dir den einen oder... Wollen wir mal ganz kurz gucken? Einhand? Wollen wir mal Einhand nochmal mit draufnehmen? Weil, guckt mal, ich habe ja 20 Lernpunkte. 21. Und ich bin mit Einhand nicht gut. Aber eigentlich müsste ich noch mehr auf Bogen gehen, oder? 10 Lernpunkte für 5 Einhänder. Ich glaube, ich mach das mal. Ich leg mal auf Einhänder noch was drauf jetzt. Aber reicht da einmal oder soll ich gleich auf 60 Punkte? Ach komm. Was soll der Geiz? Wir machen das jetzt. Ich bin jetzt auf 60%. Und damit müsste ich doch jetzt theoretisch Einhändermeister sein, oder? Ja. Guckt mal. Und jetzt sollte ich als Einhänder. Dann haben wir halt die Erfahrungspunkte jetzt losgekriegt. Aber na gut, was soll's. Oh. Was machst du denn da? Leute, wisst ihr noch, was das für ein Krampf war, als ich gegen die Suchenden kämpfen musste? Wisst ihr noch, erinnert ihr euch? Ey, was war das für ein Krampf? Und jetzt hier, ehe er seine Magie gezogen hat, ist er tot. Das war ein Krampf. Oh, war das all furchtbar, war das. Ein Elite-Soldat. Krieg's her. Geh zurück, du sollst zurückgehen. Kriegsherr. Jetzt muss ich gucken, dass sie nicht die Bauern angreifen hier.
dass hier nicht irgendwelche Orks jetzt spawnen und mir hier die ganzen Bauern wegknallen. Das kann nämlich auch passieren. Fester, hey, alter Bro. Komm mal her, guck mal. Du hast doch was in deiner Brieftasche drin. 45 Gold hättest du einstecken, ne? Das ist ja nett. Lass dich nicht abhalten. Lag hier gerade was rum, nö. Okay. Da hinten die Suche. Oder da, guck mal. Da eine Pflanze. Danke für die Likes. Artem Mantipo. Danke für die Likes. Hier wird noch rumgekaspert, ne? Die kann ich nicht beklauen. Tentenza. Jetzt labern wir Tentenza mal voll. Der wollte ja Geld von mir haben. Jetzt hole ich mir von dem Geld zurück. Danke für die vielen Likes. Sentenza! Das ist die Lieber-Mod. Sehr cool, die Mod. Und auch sehr groß. Tja, 65 Gold. Und wie läuft's? Und wie läuft's? Hier kommen selten Leute vorbei, aber bisher hat... Das haben wir so oft gehört. Ich habe meinen Tribut nicht bezahlt. Ja, das ist Gothic. Und guck mal, mit der geilen Rüstung, die ich anhabe, oder? Ist das nicht total cool? Ich wäre mir da nicht so sicher. So, Raoul. Wir müssen ja für den noch... Den nehme ich nicht mit. Wir müssen auch den schwarzen Troll müssen wir noch wegmachen, ne? So, hier muss irgendwo Gorn rumsitzen, oder? Gorn, Wolf wissen wir ja, der ist oben bei dem anderen Bauer. Ja, das hat er wirklich behauptet. Glaubst du wirklich, wird sich das jemals ändern? Ich hab da meine eigene Meinung. Oh, warte mal, was ist denn das hier? Das war noch schon vorher. Was sind das für Gespräche hier? Die Söldner kamen von überall her? Ich hab mir das ein Großteil kam aus einer Wache. Das haben wir, glaube ich, alles schon mal gehört, oder? Von welchem? Das war nur so ein Spruch. Bin mir da nicht so sicher. Im Süden des Tals gibt es Berge mit verlassenen Minen. Da oben verstecken sich einige Banditen. Ach, das es ist, glaube ich, auch Sträflinge gewesen, aus der... Nur mit dem... Aber den haben wir jetzt, glaube ich, umgebracht. Also, zumindest hat... Oder hat Greg den umgebracht. Irgendwer hat ihn, glaube ich, umgebracht. So, hier ist Harald der Schmied doch, glaube ich, oder? Danke, Siko, für das Share. Aber wir sind, Damen und Herren, gleich schon fertig. Noch 5 Minuten oder so. Ich will mal ganz kurz gucken, was hier so rum, was hier noch so geht. Also mindestens erstmal an Leute beklauen. Guck mal, kannst du mir beibringen, wie man ein... Leute, danke für das Follow, Alex. Wir werden hier auf jeden Fall lernen müssen. Guck mal. Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Und da hast du an mich gedacht? Ja, was sagst du? Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Besser als Onashof. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Ich bin dabei. Okay, Harald. Nee, ist ja gar nicht Harald, ne? Sei mein Schmied. Wir sehen uns am Hafen. Alles klar, bis nachher. Bennett ist das. Den haben wir ja befreit aus dem Gefängnis. Da haben wir schon mal Leute eingesammelt. Ja, ich habe mir da ein bisschen was... habe ich mir abgeguckt bei Viking letztens. Und er hat mir gesagt, welche Software ich dafür nehmen kann. Und da habe ich das gemacht. Das höre ich zum ersten Mal. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Ja, magische Erzwaffe muss ich auf jeden Fall lernen. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Keine Ahnung. Waffe brauche ich nicht. Leute, ich muss noch mal ganz kurz was dazu sagen. Ich bin ja ein reiner Geschicklichkeitscharakter. Guckt euch das mal an, ganz kurz. Ich habe 42 Stärke, aber 155 Geschick. Ich kann gar keine normale Waffe anlegen. Das ist ja mein Problem. Gigeligu. mit Raoul habe ich mich ja noch gar nicht auseinandergesetzt. Ich muss ja erstmal für den ein schwarzes Trollfell holen. Genau, und magische Erzwaffen schmieden ist eine gute Idee, aber ich kann ja gar keine Waffen anlegen, die Stärke brauchen. Da bin ich ja wirklich gespannt, wie das nochmal wird. Bauer, Söldner, Bauer. Thekla. Ach, guck mal, für die habe ich das Päckchen. Hier ist das Päckchen von Sagitta. Danke sehr. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Ja, und jetzt pass auf, nehme ich mir das Geld dafür selber mit. So. Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Du bist auch immer hungrig, was? Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Ich kämpfe mich durch die Welt. Ich habe ein paar Drachen erledigt. Oh. Na, dann wird's wohl wieder mal Zeit für einen ordentlichen Eintopf. Tegt als Eintopf. So.
Na, also ich weiß gar nicht, ob ich mit meinem Charakter überhaupt so eine Waffe anlegen kann. Ich kann ja nur Waffen anlegen, wie zum Beispiel das Vlies, das habe ich nämlich jetzt. Und das ist eine, guck mal, erforderliche Geschicklichkeit. 140 Geschick brauche ich und habe einen Talentbonus. Gib mir Weib und Wein. Genau, also damit seht ihr, habe ich einen Talentbonus und erforderliche Geschicklichkeit ist da drin. Und ich kann nur mit solchen Waffen momentan arbeiten. Ich bin also gar nicht sicher, wie das weitergeht mit Erzwaffen dann. Ob ich die überhaupt tragen kann. Es war doch seine Entscheidung. Lass mal gucken, wie ich alles mitnehmen kann hier. Ich will. Ich sag dich, solange du kannst. Du bist Seemann? Hast du das auch endlich geschnallt? Ja, verdammt nochmal, ich bin Seemann. Warum? Aber einen Kapitän haben wir schon. Ich könnte deine Fähigkeiten gebrauchen. Ich muss zu einer Insel. Zu einer Insel? Du hast doch nicht mal ein Schiff, geschweige denn eine Mannschaft, um es zu führen. Nee, mein Junge. Wenn du meine Dienste als Kapitän und Stärkelehrer in Anspruch nehmen willst, dann musst du mir erstmal beweisen, dass du weißt, wovon du da redest. Außerdem habe ich gerade ganz andere Sorgen. Die Paladine ziehen nicht wie erwartet aus der Stadt ab. Es müsste schon etwas Gravierendes passieren, das sie veranlasst, das Feld zu räumen. Geh in die Burg im Minental, klau der Torwache den Schlüssel für das Haupttor und öffne es. Ach, wirklich jetzt? Den Rest werden die Orks besorgen. Ich habe alle so Orks schon umgebracht. Okay. Der will, dass wir im Minental für Ärger sorgen. Okay. Hey. Bodo mit dem Bagger, mein alter Freund. Ja, ich muss auf jeden Fall was essen. Das ist absolut richtig, ne? Das können wir noch Kord anquatschen. Der muss ja hier irgendwie unten sein. Den labern wir auch noch mal das Geld aus der Tasche. Aber wo ist Gorn? Hey! Wo ist Gorn? Patrick ist wieder da. Patrick ist wieder da. Ja, Mann. Daran habe ich schon nicht mehr geglaubt, du. Hey. Tu mir einen Gefallen. Ja? Spar dir deine Dankesrede. Ich wollte mich gar nicht bedanken. Sondern? Dir nur sagen, dass du ein verfluchter Teufelskerl bist. Bleib sauber. Ich wollte mich gar nicht bei dir bedanken. Kann man sonst noch was mit dem anfangen? Nee, ne? Nee. Oh, man merkt's gar nicht. Patrick! Ach. Bei Lee. Danke für das Follow-User. Ich muss mal so sagen, ich weiß es gar nicht. Gorn, meine Damen und Herren. Wo finde ich denn jetzt den? Bei Lee, sagt ihr, aber wo ist denn Lee? Sitzt er hier oben im Haus? Oh je. Ach, guck mal, da ist Gorn. Ihr habt recht. Ihr habt völlig recht, meine Damen und Herren. Gorn ist hier. Und den nehmen wir mit. Erstmal nehmen wir seine Brieftasche aus der Tasche. Mit 25 Geld? Ich könnte dich und deine Axt gebrauchen. Na, das wundert mich nicht. Das kann ich für dich tun. Würdest du mit mir zu einer Insel segeln und dem Feind in den Arsch treten? Klar. Sofort. Sag mir nur, was ich tun muss. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Komm zu mir an Bord. Warte am Hafen auf mich. Ein Schiff? Ha. Eins muss man dir lassen. Mit dir wird es nie langweilig. Komm schnell nach. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das ist aber, Leute, die Story ist einfach so geil, oder Leute? Sagt doch mal ehrlich. Ist das nicht der absolute Hammer, wie die Story auch funktioniert? Also das macht doch so einen Spaß. Guck mal, du musst hier nicht töte 1000 das und 100 davon und hier, sondern du hast einfach eine Story, die einfach funktioniert, ne? Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Sieh sie dir doch einfach an. So, guck mal hier. Waren, Berserker-Axt und so Zeug halt. Eichenbogen? Guck mal, Drachenbogen für 1600. Meinst du, ich schaff den schon? Wir müssen ja den untoten Drachen bekämpfen, oder? Magisches Erz? Sieht der Gürtel, Jagdgürtel? So, wir können mal gucken, ob wir Lee mitnehmen können noch, ne? Ich sehe, du hast dich in den Dienst der Paladine gestellt. Tja, Söldner kannst du nun nicht mehr werden. Wer weiß,
Vielleicht kannst du das eine oder andere Mal etwas für mich tun. Oder ich für dich. Komm mit, wir werden sehen. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute. Aber lass dir ja nicht einfallen, mich zu verschaukeln, klar? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Silvio, der Mistkerl, hat was über die Drachen im Minental gehört und hat daraufhin alle hier auf dem Hof völlig verrückt gemacht. Der ist, glaube ich, tot. Er hat versucht, die Jungs zu überreden, ihm ins Minental zu folgen. Ruhm, Ehre, Gold und alles Mögliche hat er ihnen versprochen. Viele von ihnen hatten kein Interesse, sich für Silvio töten zu lassen. Aber es gab da so manchen Idioten, den konnte er doch überzeugen. Ja, und das sind die jetzt tot. Das Ende vom Lied war, dass sie sich von Bennett haben ausrüsten lassen und dann kurzerhand losgezogen sind. Im Grunde bin ich froh, dass Silvio endlich vom Hof ist. Und Bulko ist jetzt ja beide unterwegs gewesen. Hast du eine Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Meinst du, dann wäre ich noch hier? Das Ding ist besser bewacht als früher die Erztransporte des alten Lagers. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf das Schiff zu kommen. Klar, draufkommen ist einfach. Aber das ist doch nicht alles. Um das Schiff zu lenken, brauchst du einen Kapitän, eine Mannschaft und so weiter. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Kennst du jemanden, der ein Schiff lenken kann? Soviel ich weiß, ist Torloff früher zur See gefahren. Er kennt sich aus. Wen soll ich als Mannschaft anheuern? Das musst du selbst entscheiden. Aber ich würde nur Leute mitnehmen, denen ich vertraue. Hast du genug Leute, denen du vertraust? Wenn du einen Schmied in deiner Mannschaft brauchst, solltest du Bennett fragen. Er ist sicherlich der Beste, den du je finden wirst. Ja, da vorne steht noch dieser Pablo, ne? Würdest du mit aufs Schiff kommen? Machst du Witze? Natürlich wäre ich dabei. Ich habe auf dem Festland noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Außerdem könnte ich dich im Kampf mit der Ein- und der Zweihandwaffe unterweisen. Ich könnte also von großem Nutzen für dich sein. Okay. Dann pack deine Sachen. Was denn? Jetzt sofort? Ja. Ich habe vor, hier zu verschwinden. Und wenn du mitkommen willst, komm zum Hafen. Wir treffen uns am Schiff. Ich habe schon so lange auf diesen Moment gewartet. Ich werde dort sein. Okay, dann haben wir jetzt auch noch Lee gewonnen. Dann geht Lee jetzt auch zum Hafen. Leute, dann haben wir richtig viele Leute schon. Gorn geht runter, Lee geht runter. Danke, Stanislav, für das Like. Share, meine ich. Aber wir sind schon am Ende angekommen, meine Damen und Herren. Ich gucke mal eben noch, ob hier Zeug rumliegt, was ich... Ja, was ich... Mach die Tür... Na, ist ja egal. Lass mal die Tür halt offen. So, wollen wir ganz kurz gucken? Links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, rechts. Links, rechts, rechts, links, rechts, links. Das ist auf dem PC, meine Damen und Herren. Gothic 1, Gothic 2 auf dem PC. Wenn ihr bei mir im Kanal schaut, nur nochmal als kleiner Hinweis, bevor ich jetzt gleich zu Ende mache heute hier. Bei mir im Kanal seht ihr einen Link von Beacons, Beacons AI. Und da, wenn ihr da ein Stück runterscrollt, seht ihr alles über Gothic bei mir, so Gothic-Playlisten. Und dort könnt ihr ein Video finden zum Thema, wie ich Spine benutze, um Gothic 2 und Gothic 1 zu modden. Da könnt ihr euch das also anschauen, wenn ihr möchtet. Und ja, da könnt ihr, wenn ihr Lust habt, auch einfach Gothic. Ihr findet auch einen Link unter meinen YouTube-Videos. Mit dem könnt ihr Gothic dann einfach kaufen. Da gibt es bei Instant Gaming kriegt ihr das gesamte Paket. Für wenige, also für 5 Euro habt ihr alle 3 Teile oder so. Eine geile Sache. Es ist morgens um 8 jetzt, Leute. Wir haben einen neuen Tag. Wir haben Geld. Das hier ist die Nacht des Raben mit der Liwer-Mod. Also hier seht ihr das, steht da drüben, seht ihr das? Da drüben. Da ist also, da steht Gothic 2 Liwer-Mod. Die kannst du über Spine eben einfach installieren. Ganz cool geht das. So, meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich danke euch für den hervorragenden Stream, für den vielen Spaß, den ich mit euch gehabt habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, nochmal im Laufe der Woche. Vielleicht auch am Wochenende. Bleibt mal schön gesund. Bis dahin. Macht's gut und tschüss. Das war's für heute. Wieder eine halbe Stunde meines Lebens, die ich nicht zurückbekomme.